Geil. Pass auf, zum Ende hin. Ja. Ich muss dann aber auch gleich mein Handy raus und weil mein Stift war irgendwie leer. Ich wollte gerade noch die restlichen Sachen hier noch Ja, schnell aus dem stimmt. Tiefbuch Aber reinschreiben. Feuerzeug ging nicht, oder? Nee. Ich habe hier kein Ah, Feuerzeug. okay, ist Ich egal. weiß nicht, wovon du Ja, redest, Bro. stimmt. Ich habe hier kein Feuerzeug. Ich weiß nicht, wo du hier ein Feuerzeug Ich habe siehst. dir eins gegeben, deswegen, aber Ja, gut, dann hast hast du das recht, nicht hast recht, genommen. hast recht. Pass auf, und zwar gibt es das sogenannte Cornerbuch. Das Cornerbuch ist das Buch für Freunde, für meine Ja. Freunde, die hier in meiner Corner sind. Ja. Ach so, du schreibst da rein? Ist das Ich. so ein bisschen wie bei so einem Tagebuch? Du stellst mir Fragen und du schreibst das da rein? Genau, Ja, wir machen okay. ein paar schnelle Fragen, ein paar kurze Ja, schnelle geil. Fragen. Habe ich Bock. Und dann, dann kommt das alles. Ich mache dann, gestalte dann eine schöne Seite. Die Ja. kann man sich dann auf Instagram Ja, angucken. das finde ich Ist geil. witzig, Finde ich oder? geil, Ist ja. witzig, ist Wo nett. hast du die Idee her? Also ist das Es war deine. tatsächlich meine Idee, aber dann hat Knossi einen Podcast gemacht, wo er genau das gleiche drin hat. Aber ich hab Okay. gesagt, scheißegal. Ich Weil Knossi glaube, hat mit das dem hatte Podcast. Stefan Raab auch vorher Ja, schon. ja. Also das ist so. Ist egal, Ne? aber ja, ist auch irgendwie. Man Das muss ist das Rad nicht neu erfinden, ja, genau. oder? Ja, finde ich auch. Finde ich Ja, auch. Also ich fast den habe ein richtigen. paar freche Sachen auch Na, überlegt. hau mal raus. Pass auf. Also, erste Frage. Ja, beziehungsweise erster Punkt, ich heiße. Ich würde mal sagen, Flo, Flo, ja. Florian. Flo, bitte. Flo. Flo, Florian ist ganz schrecklich. Florian? Sch Hast du einen zweiten schrecklich. Namen? Flo, nee, Florian, aber ich hasse Florian. Ehrlich? Florian, Flori hasse ich. Flo. Flori. Ja, das ist Flo, irgendwie so Flo? kindlich, finde ich. Und Ehrlich? Florian, ich Es mag. gibt so Weiß Namen, die funktionieren so für Kinder. Weißt du, so Moritz. Ja, So Moritz ist so ein stimmt. Kindername. Ja, stimmt. Aber ich hätte Bock, mich komplett umzunennen, dass ich nur noch Flo heiße. Also, dass auf dem Perso nur noch Flo steht. So, Florian fühle ich gar nicht. Ehrlich? Ja, fühle ich gar nicht so. Florian. Nee, mag ich nicht so. Das fühlt sich so fremd an, weißt du? Das fühlt sich so distanziert an. Ey, guck mal, Florian. ich höre mittlerweile auch nur noch auf. Henke ist ja nur mein Nachname. Ich höre nur noch auf Henke. Finde ich, aber. Aber du sagst jetzt bitte nicht meinen Vornamen. Nee, sag ich nicht. Okay. Ich weiß das ja. Stimmt, du weißt den, ja. Ja, ich weiß den, ja. Weil ich habe dich ja gestalkt. Das wissen Hast ja viele recht. nicht. Nee, aber ich weiß, ich finde das zum Beispiel auch ganz schrecklich so, also das ist ja so ein Schulding, so beim Nachnamen-Nenner. Ich finde das irgendwie, und weiß nicht, mittlerweile fühl ich das nicht. Aber ich finde das krass, dass du das so machst. So einfach. Das ist daraus resultiert, dass es damals in der Oberstufe zwei Leute mit meinem Vornamen gab. Ah, okay. So, und dann der andere hieß Baumann. Ja. So, und ich hieß Henke. Und Henke geht so flott von der Zunge und funktioniert auch irgendwie so als Vorname eigentlich ganz Der gut. andere hieß auch Hannes, oder? Arnold. Arnold hieß der andere. Nee, machen wir weiter. Ja. Spitzname, ich schreibe da mal Varion rein, würde Ja, ich ja. sagen. Ja. Hier gibt es eine Vollbremse gerade. Für alle, das war ein Spaß natürlich, ne? Also, Ja. du heißt So nicht Hannes. nennst du mich am besten, habe ich hier sogar als Punkt. Flo. Ja, Flo ist genau. favorisiert. Flo. Also drei Fragen zum Namen oder was? Was kommt jetzt? Ja, nee, wir müssen das. Es ist ja Lieblingsname? quasi. Das ist ja ein Ach Steckbrief. so, Ist ja wie so ein Steckbrief. okay. Wann hast du Geburtstag? 6.10. Wusste ich natürlich. 92. Als dein Ja. bester Freund wusste ich das. 92? Ich bin 30 geworden letztes Jahr. Alter Ja, Schwede. ich sehe aus wie 29, ne? Nee, aber ich sehe tatsächlich, ich sehe, glaube ich, jünger aus als Du siehst 30. jünger aus, Ja. 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 Also, ja, ich hatte die Woche, ich sagte jetzt einfach, alle 2 Wochen kommt der liebe Michael, liebe Grüße, der macht meine Bude ein bisschen sauber. Ja. Ne, so ein bisschen, Michi. Michi, ja doch, Michi, genau. Liebe Grüße, Michi. Und der hat mich auf 22 geschätzt. Was? Ja, also das finde ich schon ein bisschen jung. Das ist, ich Ja, finde schon ein es bisschen dreist, jung. ehrlich gesagt. Also. Wurde ich an der Tanke nach meinem Ausweis gefragt. Ja, das finde ich geil. Also ich erzähle auch nicht, was ich eingekauft habe, aber. Ich wurde gefragt nach meinem Ausweis. Ich dachte mir, Digga, was ist das denn? Und dann habe ich den Ja. so rübergereicht und habe dann so einen Keck-Allmann-Spruch gebracht, von wegen so: Ach, ich nehme es als Kompliment. Und hat die so Oh, gelacht. okay. Also, weil damit kriegst du aber die Sympathie der Verkäufer. Ich hoffe, es hat nicht gepiept und du hast dann auch noch schön gesagt, na, kostet nichts heute. Oh, das Auch wäre um das zu witzig. toppen noch. Ja. So eine Scheiße, ey. Was ist das für ein Sternzeichen? Waage. Ist voll Waage. lame, ja. Finde ich lame irgendwie, aber ist okay. Oh, Ich wäre Waage. gerne ein Oh, Waage Tier. ist schwierig. Ja, Waage guck mal, es gibt ist red flag. Was ist dein Skorpion. Aszendent? Was ist dein Aszendent? Valu. Ich streich die Frage. Was ist das denn? Aszendent, das ist doch diese. Ich Was ist hab das das? aus Ich habe jetzt Spaß irgendwas geantwortet. angenommen. Es ist doch voll das Ding über Diese Ass. diese Ach Sternzeichen-Scheiße. so. Und dann gibt es Sternzeichen. Dann kannst du irgendwie im 11. Haus hast du da den Pluto sitzen oder irgend so eine Scheiße. Ach so, So, nee, das ist, das oh, weiß ich das ist gar aber nicht. wichtig, das sagt so viel über dich aus. Im 11. Haus habe ich einen Red Bull sitzen. Gibt natürlich auch andere fantastische Marken, die diesen Podcast sponsern können, wenn Das sie stimmt, wollten. ja. Dann haben wir als nächste Frage dein Lieblingsdrink, dein Lieblingsgetränk. Wir können es auch Getränk.
Boah, ich glaube... Jetzt sag nicht Wasser, das wäre richtig scheiße. Ich trinke das ganz, ganz selten, aber das ist Rootbeer aus Amerika. Rootbeer? Ja, das ist... Aus was besteht? Habe ich immer gefragt. Ja, ich glaube, also ich glaube ursprünglich sollte das... Ist das nicht so Wurzel? Wurzel ist nicht Root Wurzel? Ist es sich... Es schmeckt so ein bisschen ist Kräuter. Ist Root nicht auch irgendwie so Rote Beete mäßig? War da nicht irgendwie so? Rote Beete? Root? Nee, ich glaube Root, back to the roots. Back zurück to roots, zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln. Ich glaube, das ist so. Das ist sogar ein Wurzelbier. Ich glaube, Wurzelbier schmeckt auch ein bisschen so nach Kräuter, aber ich mag da so diese Zero, diese das Diet Root Bier, das finde ich am geilsten. Diet. Boah, das gibt's halt hier nicht. Ich bin jetzt im Juli für 5 Wochen in New York mit meinem Bruder, wir haben eine Airbnb. Oh, also, geil. Wir haben das auch im Podcast besprochen. Unabhängig davon haben Max und ich sie jeweils gebucht. Stimmt, so. Das gerade. Jetzt gerade, und wenn er zurückkommt, fliege ich hin. Habe ich natürlich extra gemacht, dass ich muss ja sonst was machen mit ihm da. Ja, will ich auch nicht machen. Nee, aber es war unabhängig voneinander. Genau. Aber ich habe mir jetzt nicht eine 3-Millionen-Euro-Villa geholt. Aber wir haben schon auch eine da irgendwo, ich weiß gar nicht, auch in der Nähe von Manhattan. Habe ich Bock drauf, und da will ich mir Diet Root Beer. Ich schicke dir mal was zu. Mach ich wirklich. Bringst du mir was mit? Und Matze auch. Aber das mache ich wirklich. Nee, Matze kriege ich nichts. Ich schicke dir das und du gibst Matze das. Geil, ja. Geil. Dann machen wir das so. Ja. Also Root Beer, ja. Diet. Diet ist wichtig. Ja, Diet ist wichtig. Okay, ja, okay. Keiner weiß, dass ich das kann. Hast du ein verstecktes Talent, wo du sagst, oh, das weiß keiner. Keiner weiß, dass ich da krass bin. Keiner weiß, dass ich... Boah. Die erwischt dich eiskalt, die Frage. Ich merke schon. Ja, ich bin, glaube ich... ich bin fast Diamond in Brawlhalla. Ich wusste, dass das kann. Digga, dieses Brawlhalla. Das hat mich so derbass gemacht. Du hast aber so ein Turnier veranstaltet. Ja, genau. Da war, glaube ich, so T-War mit dabei. Ja, und, genau. Cengiz und so. Ja, ja. Und Shorty, ich glaube, Shorty hat es am Ende gewonnen. Shorty hat gewonnen, ja. Shorty hat gewonnen, und wir haben Shorty in der Gruppenphase noch besiegt. Ja, ja, genau, genau. Wir waren so gebrochen danach. Digga, wir haben die besiegt vorhin. Und dann wurden wir komplett durch die Manege geritten. Du warst mit Kimono, ne, war das, glaube ich? Nee, ich war mit MG. Ah, mit MG, stimmt. Ja, mit MG, MG war ich. Ja, ja, ja. Das war ein geiler Typ. Ja, stimmt, die sind echt. Wir haben auch echt korrekte Spieler gehabt. Der hat letztens mir irgendwie geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den geantwortet habe. Ja, ich hoffe, ich... Oh, der wollte mal wieder sauer auf mich. Ach, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Besser wäre cool. Also soll ich da reinschreiben? Ja, ja. Diamond in Brawlhalla. Du musst dazu schreiben, fast Diamond in Brawlhalla. Fast Diamond in Brawlhalla. meine Lieblingsbeleidigung. Boah. Meine Lieblingsbeleidigung. Ich mag so... ich mag so das, so du Rüpel, du Rabauke. Ich mag so alte Dinger. Ich mag so Sachen auch mit, alles was so mit du, Schwein und Sau. Du Schurke, so. Du Schurke, du Verbrecher. Du mieses Schwein ist geil. Du mieses Schwein ist geil, ne? Schwein ist geil. Du alte, so ja, alte Potsau, finde ich auch gut. Ja, du alte Potsau. Ja, ich mag das irgendwie, das ist geil. Sehr schön, sehr schön. Hast du eine komische Angewohnheit? Ja, ich hab verschiedene Ticks. So. Ich hab Hast so, du sowas? Ja, ich, so Marotten? Ja, ich mach so... Ich verdrehe mich oder auch mit den Augen. Ich zwinker ganz oft. Also ich habe so Ticks. Ich bin so ein Zappel. Jetzt wackelst du hier die ganze Zeit. Ich zappel immer ganz viel. Boah, und ich habe so verschiedene Ticks. So, ich hab das immer mit den Füßen. Und da werden meine Leute immer wahnsinnig, wenn ich immer mit den Füßen immer so rumtippel. Ja. Wenn ich so immer sitze und dann tippel ich immer mit den Füßen rum. Deswegen habe ich mir so angewöhnt und alle denken so, Digga, warum sitzt der immer so? Ich sitze immer so, damit ich das nicht mache. Und dann wackel ich aber mit dem Fuß immer so komisch. Ich kann das nicht so ganz ruhig. Ich habe auch, es ist auch einfach nicht gut. So ganz, ganz ruhig bleiben, ich mag das nicht. Ich habe so verschiedene Ticks, so, keine Ahnung. Ja, ist nicht gut. Oh, ja, so ein bisschen verrückt, habe ich das Gefühl. Ja. Bist du ein verrückter Typ? Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich langweilig. Nein, ich finde dich nicht langweilig. Ja, okay, ich aber nicht was langweilig. Willst du auch jetzt sagen? Nachher sagst du, Matze, war ganz schön langweilig. Ja, genau, ey. Daran habe ich, das ist jetzt ein Punkt, auf den habe ich mich nicht vorbereitet, weil ich fand es witzig, das einfach mit reinzubringen. Wie lang ist dein kleiner Finger? Ich hätte dann eigentlich so Maßband. 7,5 Zentimeter. 7,5 Zentimeter? Habe ich heute gemessen. Vielleicht müssen wir es nachfragen. Unfreiwillig, weil ich was anderes messen wollte. Den Mittelfinger, der ist wichtig. Ja. Das ist eine Sache, die ich richtig hasse. Ich hasse es, wenn Leute ihr WhatsApp nicht beantworten. Also was heißt antworten, aber so... Matze lacht schon. Also ich bin so ein Kandidat für sowas. Also ich bin so auch in verschiedenen Arbeitsgruppen und ich hasse das, wenn man da keine Antwort kriegt. Oh. Ich mag Unpünktlichkeit nicht so. Ich mag das nicht so. Das geht mir auch auf den Sack, wenn Leute nicht pünktlich sind, Matze. Also ist glaube ich, immer so ein bisschen so Zwiespalt, weil ab jetzt muss ich auch immer pünktlich sein. Aber ich mag es, wenn Leute
auf WhatsApp auch in den Gruppen ist. Ich mag, ist sympathisch, wenn man in Arbeitsgruppen ist oder so und die Leute antworten da. Ich mag das gerne. Mal ein, so. freches GIF reinschicken. Ja, mal ein Sticker. Genau, einfach oder einen Daumen hoch reagieren. Hab ich dir mal den Sticker geschickt von dem Igel, der in den Fuß reinbeißt? Nee, aber das hört sich sehr witzig an. Schick ich dir nachher. Ja, das hört sich sehr witzig an, ja. Das ist gut. Ja. Eine Sache, die ich super finde. Was findest du richtig geil? Was finde ich richtig geil? King of Queens. King of Queens. Mhm. King of Queens. King of Queens. Ja, fällt mir noch was Besseres ein. Henkes Corner. Henkes Corner, ja. Ja, würde ich auch. Matze. Was finde ich richtig super? Warte mal, was finde ich richtig geil? Ich glaube... Ja, ist das auf alles bezogen? So, ich will das gar nicht auseinanderdenken. Es kann alles sein. Schreib mal rein, die Gothic-Spielereihe. Fand ich geil, weil du hast doch die Gothic-Spielereihe auf Twitch ausgepackt, Alter. Das fand ich richtig. Ja. Das interessiert keine Sau, aber die Leute, die das interessiert, die feiern das richtig ab. Das sind ab. Die OGs, ja, Alter. Ja, das sind die OGs, ja. So, und natürlich, wie soll es anders sein, zu jedem Podcast gehört eine Playlist, mein absoluter Lieblingssong. Ich habe ja schon über den gesprochen. Ich glaube, also mein Lieblingssong, weiß nicht, ob der das ist, aber ich glaube, dann würde ich Kids von Kyle Dixon und Michael Stein oder so, den würde ich mit reinpacken. Das ist geil, okay. Ich finde das, weißt du, das ist so ein Song, ich würde den gerne jedes Mal zum ersten Mal wieder hören. Boah, weißt du, also, bist du so ein Kandidat, der sich so Songs tot hört in Dauerschleife? Ja, also wenn, ich höre nicht so viel Mucke, aber wenn, dann höre ich mir die, also ich mag wirklich diese Stelle, jedes Mal, wenn, ich glaube, das ist die Stelle, wenn sie da unten im Keller Dungeons and Dragons spielen, Stranger Things, und dann geht dieses Lied an und ich habe da so Gänsehaut, ich finde, das ist so ein geiler Song irgendwie so, also geil. Wirklich, das ist richtig geile Mucke, ich liebe den Song wirklich, der ist geil. Alles klar, das kommt auf die Cornerliste. Ja, das ist ein geiler Song. Das ist ein neuer Song auf der Cornerliste. Auf der Cornerliste. Freunde, dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals, dass du hier dabei warst, Flo. Ich möchte dir die Hand schütteln. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Sie haben jetzt eine Waschmaschine gekauft. Ich bin tatsächlich nie Gast bei Podcasts. Ne? Das warst du schon voll häufig. Ja, stimmt. Aber ich wollte das irgendwann mal sagen. War doch mal ein bisschen sympathisch sein. Freunde, ich weiß nicht, welche Kamera ich nehme. Ich nehme die Kamera. Wir verabschieden uns. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Vielen Dank auch an Matze. Ich greife jetzt einfach mal ein. Vielen Dank an Matze. Matze, willst du mal kurz herkommen? Der sich hier die... Hallo? Matze hat mir geholfen bei der ersten Folge. Matze kriegt hier kein Geld für. So, nee, jetzt. Nee, ich kriege kein Geld. Ich gehe auch wieder. Verschwinde wieder. Vor allem Matze kriegt kein Geld, hat uns sogar Shirts mitgebracht. Ja. Ist geil. Ja. In seiner Marke. Ja, viel... Ja. Du hast ja, ich hab dir die Abmoderation versaut. Ja, du hast mir die Abmoderation versaut. Du hast mir richtig die Abmoderation versaut. Tut mir leid. Ja, ich versuche das möglichst häufig, regelmäßig, wöchentlich eine neue Folge zu bringen. Kann mal sein, dass hin und wieder Engpässe sind. Ich tue mein Bestes. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt mir das alles unten rein. Gebt mir Daumen hoch, Daumen runter. Je nachdem. Aber wenn ihr Daumen runter gebt, schreibt am besten dazu, warum. Wäre nicht verkehrt. Oder ihr hasst mich, dann ist das völlig legitim. Oder mich, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Schaut auf Instagram vorbei, schaut bei Varion auch vor allem vorbei. Abonniert Henkes Corner auf Spotify. Corner ist Henkes Corner, ja, genau. Abonniert das auf Spotify, um nichts zu verpassen. Schreibt mir auch gerne Bewertungen bei Apple Podcasts rein. Und ja. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht mit wem. Es wird eine Überraschung sein, aber sie wird kommen. Dann verabschieden wir uns hier aus dem Hamburger Hafen. Tschüssikowski. Bis dann. Tschüss.